Nichts davon mit Western Union. Und ihr Bargeld folgt ihnen überall hin. Western Union. Rund um die Welt. Schnell. Yes. Aus ist steigen ein Flüger, fliegen mit den Vögeln fort, kommen nicht mehr heim. Und sie lassen hier alles zurück, auf der Suche für ein neues Daheim. Sie gehen heute noch auf und davon. Einfach auf und davon. Sie alle wollen auf und davon. Christine Schönbechler und ihr Mann Hermann. Sie ziehen mit ihren Kindern Richi und Natascha nach Kanada. Anja Kinski und Claude Wegmann wollen sich in Italien eine Existenz aufbauen. Mit dabei ist Gino, der Trüffelhund. Anni Kuhn und Orlando Stamm geben ihrer jungen Liebe ein neues Zuhause. Auf Bali bauen sie eine Ferienanlage. Jennifer Wettstein, ihr Mann Ali und Söhnchen Sven versprechen sich in Peru eine bessere Zukunft. In Lima sollen ihre Träume wahr werden. Wo bist du, Bär? Hallo? Hallo, Bär, wo bist du? Achtung, Bär, wir kommen, klopft er nicht. Vor einer Woche in Auf und Davon. Hermann Schönbechler kehrte für die Schweizer Meisterschaft im Holzfällen in die alte Heimat zurück und holte sich den Titel, während seine Frau Christine allein mit den Kindern im kanadischen Rosswood blieb. Orlando Stamm sahen wir in ungewohnter Kleidung. Zusammen mit seiner Partnerin Anni Kuhn durfte er in Bali endlich die Ferienanlage einweihen. Tierischen Zuwachs gab es in Italien. Claude Wegmann und Anja Kinski haben jetzt auf ihrem kleinen Hof Hühner. Getrennte Wege gingen für eine Weile Ali Wettstein und seine Frau Jenny. Während er in der Schweiz auf dem Bau krampfte, hielt sie in Lima das Restaurant in Betrieb und kümmerte sich um Klein Sven. Mit dem guten alten Daredevil. Wären die Schönbechlers noch in ihrer kleinen Wohnung in Biel zu Hause, gäbe es heute vielleicht Fischstäbchen aus der Gefriertruhe. Ja, also vor allem. So, der erste Fisch in Kanada. Ja, wenn ich schaue, ob da noch mehr kommt. Doch diese Zeiten sind endgültig vorbei. Zu ihrem neuen Leben in Kanada gehört, dass sie fast immer, wenn sie dazu Lust haben, frischen Fisch haben können. Hier am Callum Lake im Norden Kanadas sollen die Kinder Natascha und Richi im Einklang mit der Natur aufwachsen. Sie sollen die rauen, aber auch die zarten Seiten des Lebens kennenlernen. Jetzt hat er noch festgehakt mit dem Boden in einem Baumstamm oder so. Hermann will den Haken, der sich im Wasser verfangen hat, nicht kampflos aufgeben. Nichts zu machen. Die Schönbechlers müssen einsehen, dass die Natur hier oben nicht nur gibt, sondern hin und wieder auch nimmt. Ja, da ist irgendwo am Boden um den Ast geblieben hängen. Aus ist steigen ein Flüger, fliegen mit den Vögeln fort, kommen nicht mehr heim. Auf und davon. In Bali gehen Tradition und Moderne Hand in Hand. Einheimische Frauen tragen die schweren Lasten auf dem Kopf, während sich die Schweizer Hotelbesitzer ganz dem technischen Fortschritt widmen. Endlich kann Orlando Stamm in seiner Rezeption im Internet surfen. Anni Kuhn hofft derweil, die neue Waschmaschine in Betrieb nehmen zu können. Ja, es hat sehr viel Wäsche, aber im Moment kommt das Wasser anstatt da rein, kommt es nach oben raus.
muss ich ja in der Haupthalle abstellen. Das ist ganz klar. Es tut noch nicht. Es ist jetzt der dritte, also der vierte. Seit bald einem Jahr leben Anni und Orlando auf der Götterinsel Bali. Die vielen kleinen Hindernisse im Alltag konnten ihrer Liebe bisher nichts anhaben. Und mit ihrem Local Manager Kumang haben sie einen eifrigen und willigen Helfer. Funktioniert's nicht? Nein, dieses Teil hier ist gebrochen. Ah, dieses neue Teil. Schaut zwar besser aus, ist aber nichts wert. Das ist kaputt. Immer diese miese Qualität. Die sanitären Anlagen, keine Ahnung. So ein billige Hure, was da hebt überhaupt nicht. Ja, das Problem ist, dass die sanitären Anlagen da immer das Problem sind. Die haben nie so her und jetzt plötzlich müssen sie es installieren und tun sie einfach ein bisschen Isolierband rein und schrauben sie dazu und meinen, dass das Ganze hebt. Das hebt überhaupt nicht. Das hebt nie. Wir müssen die Waschmaschine brauchen können. Wir haben so viele dreckige Tücher und Kleider. Husi steigen ein, flüge mit den Vögeln fort, kommen nicht mehr heim. Wären sich Anja Kinski und Claude Wegmann vor 4 Jahren nicht begegnet, dann lägen diese 35 Hektar Land immer noch in einem Dornröschenschlaf. So aber lässt sich Claude heute im eigenen Waldstück in die Geheimnisse der Trüffelsuche einweihen. Claudio, si? Guarda. Schau, Claudio. Dieser Zweig, dieser kleine Strauch, ist hier oben abgebrochen. Aber nicht etwa durch den Schnee oder durch Tiere, sondern jemand hat ihn ganz bewusst hier oben geknickt. Das ist das Zeichen eines Trüffelsuchers. Der hat ihn absichtlich so hingebogen, als wollte er sagen, hier geht's lang. Paolo hat 2 erfahrene Trüffelhunde dabei, Fiuto und Lago. Von ihnen soll Gino lernen, wie man die kostbaren Knollen findet. Such, such. Denn Claude oder Claudio, wie er hier inzwischen gerufen wird, will im Agriturismo seinen Gästen Trüffelgerichte anbieten können. Ah, welch ein Duft. Dove sei? Wo bist du? Eccolo. Hier. Ein kleiner Trüffel. Piccolo tartufino. Qua. Und da noch ein kleines Trüffelchen. Claudio, riech mal. Dieser Duft. Wirf die Erde weg und nimm den kleinen da. Tartufino. Ah, si. Bravo, Gino, bravo. Gut gemacht. Gino, der Lagotto Romagnolo, ist zwar eben erst einjährig geworden und sucht heute erstmals im Wald nach Trüffeln. Doch eines weiß er schon. Was du gefunden hast, musst du lautstark verteidigen. Mit großem Stolz bringt Claude den kleinen Fund nach Hause. Sag mal, und wie war's denn? Anstrengend, bin ganz verschwitzt. Echt? Ja. Kein Trüffel gefunden? Doch, weißen. Zeig mal. Wer hat den gefunden? Gino natürlich. Gino natürlich. Ein bisschen flunkern wird man wohl noch dürfen. Ja, stimmt. Zeig mal. Husi stiegen in Flügel mit der Vögel fort, kommen nicht mehr hin. Wäre das Leben von Ali Wettstein in den letzten Jahren immer nur nach Plan gelaufen, dann würde er heute kaum seinen Sohn Sven in Lima zur Krippe bringen. Doch Ali ist ein junger Mann mit vielen Ideen und noch mehr Tatendrang.
Seit einem Jahr wohnen die Wettsteins in der Heimat von Jenny. Sie führt hier ihr Unternehmen Nueve Meses und war im letzten Jahr auch verantwortlich für die Neulancierung der elterlichen Pastafabrik. Doch weil Jenny heute ein bisschen kränkelt, fährt Ali an ihrer Stelle in die Fabrik. Kilogramm Pasta werden täglich im Familienbetrieb hergestellt. Viel mehr als noch vor wenigen Monaten. Ali, der gelernte Haustechnikinstallateur aus Bern, führt uns durch sein neues Teigwarensortiment. Hier haben wir so ein bisschen das gewisse Ding von unseren ganzen Produkten. Da haben wir Pappardelle, das sind die dickeren Nudeln. Und das sind auch die dünneren, das sind zum Beispiel Fettuccini mit Spinat. Da wird dann alles abgepackt. Und hier sieht man wieder, wir müssen so viel her tun, dass das Zeug einigermaßen trocknen kann. Sonst ist es einfach extrem feucht hier drin. Den Vorwurf, er habe sich in ein gemachtes Nest gesetzt, nimmt er gelassen. Auf der einen Seite muss ich ganz ehrlich gesagt sagen, es stimmt. Aber ich habe mit dem dazu getan. Ich habe jetzt auch hier extrem viel geholfen und ich werde auch noch weiterhin helfen. Und ich muss ehrlich gesagt sagen, ich habe so super Preis mit meiner Schwiegermutter, mit meinem Schwager. Und es läuft wirklich gut. Und ich muss ganz ehrlich gesagt sagen, sonst wäre ich auch nicht auf Peru gekommen. Wenn wir hier nicht eine solche Möglichkeit hätten, was hätten wir sonst hier machen wollen? So, also. Sie steigen ein, Flüger fliegen mit den Vögeln fort, kommen nicht mehr hin. Auf und davon. Bereits werden die Tage wieder kürzer in Rosswood. Im geheimnisvollen Wald rund ums Haus der Familie Schönbächler leben nicht nur viele Tiere, im Wald wachsen auch schmackhafte Pilze, die in guten Jahren viel Geld einbringen. Das süßeste Geheimnis verbirgt sich jedoch unter dem Herzen von Christine. Und nicht im Waldboden. Sie ist im sechsten Monat schwanger. Du, im Moment geht's eigentlich noch. Die Energie ist schon weniger als normal. Aber im Moment geht's noch gut so. Das Bild so mit dem vielen Bucken und vielen Schauen und so, das wird langsam mühsam, aber es geht. Gehört einfach dazu. Im Winter, wenn hier ab und zu Schneestürme toben, soll das Kind zur Welt kommen. Aber auch das, würde Christine sagen, gehört einfach dazu. Das ist so, wie man so will. Da bin ich jetzt eben gestern am Abend nicht gewesen. Das habe ich jetzt eben für heute gespart, da hier hinten drin. Ja. Ja. Wow. Saie. Das ist für das, was unsere Ecke bekannt ist, für die schönen Grossen. Das ist. Jawohl. Früh morgens im Palmgarten Amit. Orlando Stamm und Annie Kuhn werden in wenigen Tagen ihre Ferienanlage eröffnen. Heute Morgen besuchen sie mit ihrer neuen Köchin Katut den Markt. Also ich bin froh, wenn sie schaut, was gute Sachen sind. Ich würde jetzt keine Grüne kaufen, aber die sind immer Tag gelb. Und das ist noch ja, und das ist eine sind auch schon. Herausforderung. Ich bin sehr froh. 4 Jahre nachdem sie ein Paar wurden, haben sich Annie Kuhn und Orlando Stamm an den Alltag Balis gewöhnt und finden sich in ihrer neuen Heimat von Tag zu Tag besser zurecht. Wer Ferien auf dem Bauernhof in Italien anbieten will, braucht früher oder später ein entsprechendes Fahrzeug. Claudio und Anja kaufen sich heute einen Traktor, genauer
Ihr Nachbar Gian Mario verkauft den beiden einen 30-jährigen Fiat Raupenschlepper. Acceleratore. No, no. Acceleratore. I giri. Bravo. Se no perché soffre il motore. Soffre. Es gefällt ihm. Und was einem gefällt, das lernt man auch schnell. Ja, genau. Und anschließend versuchen sie es ebenfalls. Nein, nein, ich habe keine Ahnung, wie das geht. Ich zeig's ihnen. Da kommt mein Bäuerchen. Alle Geräte, die wir haben, machen Spass im weitesten Sinn, aber es ist ein Arbeitsinstrument. Und wenn du dann einfach 10 Stunden auf dem Ding oben hockst, ist es dann vielleicht nicht mehr ein Spielzeug, weil dann den Rücken wehtut und den ganzen Tag Lärm und so. Ja, ja, ich habe gerne Maschinen, aber sie müssen einfach den Zweck erfüllen. Also es ist nicht so ein Final, es sind Traktoren. Aus dem Auto bin ich raus. In Peru gönnen sich Ali, Sven und Jenny zusammen mit Jennys Mutter Sarah ein paar Tage der Erholung im Dschungel. Erstmals, seit Ali aus der Schweiz zurückgekehrt ist, haben die drei Ferien. Rico Papaya, come Papaya. Cucino Papaya. No. Cucino Papaya. Okay, trink wenigstens noch den Saft, komm. Für Jenny ist es eine Rückkehr zu ihren Wurzeln. Ihre Vorfahren stammten aus einem Dorf unweit von hier. Ja, ich muss sagen, es ist wirklich schön. Mir gefällt der Urwald sowieso. Es ist jetzt das erste Mal, dass ich im Urwald von Peru bin. Sie sagen immer hier oder in Lamas, dass sie haben eine sehr gute, wie sagt man, Sie haben eine gute Verbindung mit Gott, weil sie ganz nah von Gott sind, weil hier ist Paradies. Gell? Die letzten Monate waren für die junge Familie eine echte Prüfung. Ali arbeitete in der Schweiz, Jenny war oft auf sich allein gestellt. Umso mehr genießen sie jetzt die Tage in dieser traumhaften Umgebung. Ben! So herzig! Oh mein Gott, schaut mal, wo sind sie? Oh mein Gott, der alles spinnt wirklich. Ich kann nicht schauen, wirklich, ich kann nicht schauen. Bevor Ali in der Schweiz gegangen ist, wir waren wirklich nur am Streiten. Wir hatten keine Zeit für uns gehabt, überhaupt keine. Und das war wirklich nicht so schön, weil der Sven hat das alles gefühlt und es ist schwierig, auch für ihn alles Neues. Und ja, aber im Moment ist alles gut. Wir haben ein bisschen gebraucht, auch diese 3 Monate, für uns zu vermissen. In Bali werden in den nächsten Wochen die ersten Gäste erwartet. Höchste Zeit für Annie und Orlando, Mitarbeiterinnen für ihre kleine Wellness-Oase zu finden. 2 junge Frauen möchten sich für die Massage empfehlen.
Man startet mal und man schaut mal, gibt ihnen mal eine Chance, um etwas zu zeigen. Und nach einer Stunde etwa wissen wir schon, sind sie fähig, um noch etwas weiterzulernen oder müssen wir es vergessen ganz. Für die Einheimischen bietet das Ferienresort des Schweizer Paares willkommene Arbeitsplätze. Die Kandidatinnen geben sich große Mühe. Sehr fein macht sie das. Ich glaube gut. Man sieht, dass sie irgendwann in einer Schule war. War die Massage gut? Gut Massage. Magst du es? Magst du noch mehr? Ja, wunderbar. Also sie wissen sicher den Ablauf und was genau müssen. Jetzt fehlt noch ein bisschen die Übung. Jetzt lassen wir uns einfach jeden Tag massieren, denke ich mal. Das ist eine gute Aussicht. Nein, wirklich. Ich habe das also echt im Sinn. Das geht eine Stunde. Und wie ich es jetzt gesehen habe, wie sie so gestartet sind, wir testen es jetzt, aber es sieht gut aus. Harry Mingo. Ja. Tiga. Im Nordwesten Kanadas, in den Wäldern von Rosswood, braut sich am Abend des 10. Oktober 2010 etwas zusammen. Bald schon hört Hermann Schönbechler rund ums Haus Bäume krachen. Das Gästehaus zu, nein! Früh am nächsten Morgen. Hermann verschafft sich einen Überblick in der unmittelbaren Umgebung des Hauses. Der Zufahrtsweg ist von umgefallenen Tannen versperrt. Strom- und Telefonleitungen sind unterbrochen. Das ist schon noch gerade so ein krass, ja. Das ist schon mal ein oder zwei Bäume gehören gehen im Wald, wenn es stark geluftet hat. Aber mit dem Hennensturm, dem Ohren betäubenden Rauschen und dem Klepfen von diesen knackenden Bäumen, das ist schon noch gerade so ein als Nummer oder grösser oder ein paar. Und natürlich fragt sich nicht nur Hermann, was passieren würde, wenn ein Sturm ausgerechnet dann wütet, wenn Christine ins Spital muss, um ihr Kind zur Welt zu bringen. Wenn es dann ein Baum über den Driveway kommt, Kate, wenn du da nicht rauskommst, wenn du irgendwie Wehe hast oder so, ja. Dann wird es schon ein bisschen unangenehmer. Und ich weiss auch nicht, wie die Strasse durch ab bis in die Stadt runter ist, wie es dort unten noch da hat. Wir haben beide das Gottvertrauen, dass wir da Hilfe und Unterstützung haben von Gott selber, von unseren Nachbarn, von ja, wer immer da oben ist. In Italien ist es kalt geworden. Doch rund um das Anwesen Due Sorelle ist es allen sauwohl. Drei Stück. Oh, alles gefroren. Weg. Das sind Muttersäue für die Zucht. Und wenn der Ebo noch kommt im Februar, dann soll es dann Nachwuchs geben, mindestens zweimal im Jahr. Und der Nachwuchs wird dann weitergebraucht für die Zucht oder geschlachtet oder verkauft. Marta und Mathilde, die neuen Säue, gehören zur Rasse der Cinte Senese. Komm Gino, wir gehen spazieren mit den Ziegen. Zwei Schweine, vier Ziegen, vier Hühner und ein Trüffelhund. Der Bauernhof nimmt langsam Formen an. Doch noch immer verursacht das Agriturismo nur Kosten und keine Einnahmen. Ups. Ziegen sind ja relativ anspruchslos in der Haltung. Also wenn die dann mal
wenn Frühjahr kommt, dann werden die auch die ganze Zeit draußen sein. Dann können die sich hauptsächlich von dem Gras ernähren. Dann fressen die ja Äste, Blätter. Und ja, das macht Spaß. Erst wollten wir ja Schafskäse machen. Aber irgendwie kam das dann eigentlich, dass wir dann gesagt haben, wir probieren es jetzt erstmal mit Ziegen. Ziegen das sind Problem ist ja, dass eigentlich alle ringsum haben ja Schafe. Oder ist einfach halt die Gegend ist halt eher pecorino, also sprich schaforientiert. Und dann fanden wir nicht auch noch den Markt überschwemmen mit auch noch neuem Pecorino, also halt mit Geissenkäse. Und Geissen sind irgendwie so im Vergleich zu den Schafen halt schon intelligenter und aktiver und machen, wenn man so von dem kann reden, mehr Spass eigentlich als ein Schaf. Im Wald von Rosswood versteht an diesem Morgen Hermann Schönbechler, der seit mehr als 20 Jahren Förster ist, die Welt nicht mehr. Hä? Ja, das wird immer schlimmer. Du siehst jetzt noch nicht gegen den Hocker dort rauf. Das sieht aus wie South Douglas. Das ist alles um. Das ist alles um. Ich nehme noch die Tankmost, laufe gegen meinen Backer runter, schaue, wie das ist, und dann höre ich auf. Das hat keinen Wert. Dann gehe ich heim und mache die Scheiche auf und mache Sonde. Das ist da hier. Das war ein Wald. Das war ein Wald mit grossen, hohen Bäumen. Da steht kein einziger mehr. Kein einziger mehr. Ich weiß, warum das letzte Nacht auch weggekrosert und krachert und geklebt hat. Leck mich. Nein. Ah. Oh je, mein Mann. Oh nein. Das war so ein schöner Wald. Ja. Was nach dieser Verwüstung von fast biblischem Ausmaß an Arbeit auf Hermann Schönbechler wartet, überwältigt den bodenständigen Berner. Ich bin unheimlich traurig, weil in diesem Woodlot, der Waldpacht, habe ich im Grunde genommen als mein Meisterstück eine nachhaltige Forstwirtschaft demonstrieren und vorführen. Und wenn das alles so zu Boden ist, dann kann ich das nicht mehr. Dann bin ich mir im Grunde genommen im Werkstück beraubt. Und da hätte ich gerne im Grunde noch die nächsten 20 Jahre hätte ich da mein försterliches Meisterstück eigentlich wollen abliefern. Aber ja. In Lima herrscht eine ganz andere Stimmungslage. Ali Wettstein ist stolz auf das Resultat seiner Bemühungen. So, wir haben den Umsatz etwa vervierfacht. 3 bis 4 Mal mehr. Acá, Señor. Vente soles. Das Restaurant floriert. Wenn mich jemand gefragt vor, ich weiß nicht, 10 Jahre zurück, du wirst mal ein Restaurant führen in Lima, dann hätte ich gesagt, nie im Leben. Und jetzt bin ich hier. Am Anfang war ich der Umsatz. Ich war den ganzen Tag hier und hatte 2, 3 Gäste. Und jetzt im Moment ist wirklich das Restaurant Samstag, Sonntag, Stunden voll. Und das macht immer Freude. Ein knappes Jahr, nachdem er Bern mit seiner Familie verlassen hat, ist seine Bilanz positiv. Ich muss sagen, wirklich super. Super. Ich bin zufrieden hier, arbeite für meine eigene Sache. Das ist das, was mich ein bisschen an der Schweiz hat immer am Morgen um 6:30, 6:30 auf muss. Um 7 Uhr musst du da sein, bist den ganzen Tag am Werken. Klar, es ist dein fixes Einkommen, aber
Se fueron desde como cinco minutos. Ali und Jenny haben sich in Lima gut eingelebt und Freunde gefunden. Beide haben sie einen langen Weg hinter sich. Doch nun sind sie an dem Ort, an dem sie glücklich werden wollen. Con amor, dice. Mírame, por favor, con amor. Ich bin glücklich und ich glaube, du auch, gell? Du bist zufrieden und du hast mehr Zeit für die Familie, du hast mehr Zeit für Sven. Und ja, wir haben schon mehr Sachen los, wir haben größere Präsenzzeit, aber wir können uns die Zeit auch einteilen, von dem her ist gut. Der große Augenblick, auf den Annie Kuhn und Orlando Stamm ein Jahr lang gewartet haben. Die ersten Gäste sind da. Was mit ein paar Skizzen begonnen hat, ist jetzt vollendet. Ein kleines Paradies. Ja, jawohl. Okay. Gehst du vor oder ich? Schaust du mir unter den Rock oder gehst du vor? Ja, ich lage dir unter den Rock. Die schönste Aussicht von zoberst. Einfach da kein falscher Schritt. Ja. Ich hätte nie geglaubt, dass das so schön wäre. Und dass es so gut wird. Also wirklich. Das war so eine schöne Sache, das Zeug zu planen und zu sehen, wie das entsteht. Und es dann wirklich auch nicht auf dem Plan haben, sondern auch zu realisieren. Wir sind schon stolz, dass wir das wirklich können. Wir haben auch Glück gehabt, wahrscheinlich. Aber wir haben so viel investiert. Und ich glaube, auch wenn eine riesige Katastrophe kommt, also ich glaube, dann haben wir es gemacht. Und das hat sich jeden Tag gelohnt. Also es ist jeden Tag, auch wenn man sich aufregt oder so, es ist jeden Tag ist gut. Und weißt du, was das Allerschönste ist? Wir sind so viel beieinander. Wir sind tagtäglich 24 Stunden zusammen. Und es ist immer noch gleich schön. Und ja. Das ist noch schöner wie vorher. Ja. Vor einem Jahr begann für Anja und Claude das Abenteuer Italien. In ein paar Monaten wollen sie hier Gäste beherbergen. In ihrem Agriturismo Due Sorelle. Darauf stoßen Anja und Claude heute an. Und auf das, was sie als Paar erreicht haben. Ja. Wein. Oh, danke. Ah, schön warm. Ja. Prost. Das ist ja für eine Beziehung eigentlich auch eine gute Sache. Pärchen, die keine Träume mehr haben, die irgendwie auch so in den Tag hineinleben. Jeder macht seinen Job und kommt zur Abend heim. Das ist sicher langweiliger oder schwieriger für eine Beziehung, als wenn du so etwas hast, wo du zusammen etwas aufbauen oder verwirklichen. Also ich denke, es hat für die Beziehung eher mehr gebracht, als dass sie belastet hat. Natürlich birgt dieses Projekt auch Konfliktpotenzial, weil man einfach unheimlich viel entscheiden muss. Wie macht man weiter? Kauft man ein Schwein, kauft man gleich 50 Schweine? Da gibt es viele Diskussionen. Ja, aber letztendlich haben wir es so immer ganz gut gemeistert und jetzt muss man einfach schauen, wie es weitergeht. Ja, also als wir vor einem Jahr eigentlich unterschrieben haben, habe ich gedacht, wir sägen jetzt eigentlich eher weiter, weil wir so lange jetzt haben wir auf die Baubewilligung warten und alles, ist jetzt eher eigentlich ein bisschen weniger weit als gedacht, aber wir haben viel gemacht und viel erlebt, also es ist ein erfolgreiches Jahr eigentlich für uns. Mhm. Danke. Ja, war einfach auch sehr viel Administratives zu erledigen. Und man merkt natürlich bei so einem Vorhaben, dass die Dinge doch länger brauchen, als man anfangs dachte. Und immer wieder neue, kleinere Schwierigkeiten auftreten. Ja, aber wir haben es eigentlich relativ, wie soll ich sagen,
gemeistert. Gut gemeistert, ja. Weit kommt er. Dino. San Borja in der Millionenstadt Lima. Immer am Montag kann Ali das Restaurant bereits um 18 Uhr dicht machen und früher nach Hause kommen. Nelita, ¿es verdad que su Nelicio te ha escupido? Auch Nelly, das Dienstmädchen, ist um diese Zeit noch da. Die junge Familie ist glücklich im neuen Zuhause und dafür gibt es einen guten Grund. Das hier ist unsere Baby. Jenny ist im zweiten Monat schwanger. Ja. Wir haben viel gearbeitet dieses Jahr. Allgemein. Oh. Ja, da ist es noch so gross wie ein Reiskörnchen, gell? Wir wissen zwar, aber im Moment kann man es noch nicht sagen. Erst ab dem dritten, vierten Monat. Viert. Am vierten, gell? Ja. Ja, und wir haben ein bisschen Probleme gehabt. Ich habe zu viel Stress gehabt. So. Ich muss jetzt ein bisschen zu Hause bleiben, in Ruhe, weil ich habe schon so wie Wehen gehabt. Und gell? Ein bisschen. Ja, tatsächlich schon. Genau. Juega solo. Schauen wir mal, wie es rauskommt. Haben wir noch zwei Zeichen. Vor allem, ich weiss einen, der extrem eifersüchtig wird sein. Und der heisst Sven. Und schon jetzt, aber wir sind am Vorbereiten. Wir sind ihm am Sagen, ja, es hat ein kleines Brütchen oder Schwesterli, das jetzt kommt. Und er ist herzig. Er ist die ganze Zeit auf dem Bauch von ihr am Hören. Dann sagen wir, ging das Brüdchen oder die Schwester ist da drin und dann lust er ging. Und fragt hier drinnen. Dann sagen wir, ja, du bist auch da drinnen gewesen. Mo, ist schön. Mo, jetzt schauen wir mal. Oh, mein Baby. Mein Baby. Ende Januar 2011. In Kanada schwelgt die Familie Schönbächler im Glück. Das ist Alexandra. Und die ist heute vor einer Woche auf die Welt gekommen. Wir haben uns eigentlich schon lange noch mal eins gewünscht. Und für die ganze Zügelerei und so haben wir eigentlich das nicht unbedingt wollen. Und ja. Jetzt haben wir hier in Kanada ein kleines Kanadierli dürfen überkommen. Das ist schön. Am Samstag, den 22. Januar 2011, kam das Mädchen zur Welt. Die Geburt verlief problemlos. Die Eltern waren mit dem Auto ins Spital nach Terrace gefahren und nach 2 Stunden war Alexandra Estelle Jade da. Gesund und munter. Tukan! Ich habe das Gefühl, als ein Mann, der an Familienwerte und Familienstrukturen glaubt, ist das immer etwas ganz, ganz Schönes, wenn dann ein frisches Erdenbürgerli rum ist. Jetzt hat sich das Kreisli geschlossen, jetzt sind wir ein Jahr da. Wir haben Winter gesehen, wir haben Frühling gesehen, wir haben Sommer gesehen, wir haben Herbst gesehen. Und mit diesen Bergen, mit diesen Wäldern, mit diesen Flüssen und diesen Seen. Und das ist genial. Das ist wirklich genial. Jetzt können wir uns den Traum erfüllen und bis jetzt ist es ganz gut. Ich würde eben sagen, anhand von uns zweien, was wir für Vorstellungen haben, ist das hier, was wir jetzt haben, das ist die ultimative Lebensqualität. Mittagsschlaf im Bett, das Papa Hermann selber gezimmert hat. Alexandra steht für das Glück, das die Familie Schönbächler in Kanada erleben darf. Mitten in der kanadischen Wildnis. Oh, no.
An den Sturm, der vor ein paar Monaten einen großen Teil der Waldpacht zerstört hat, mag der Holzfäller in diesen Tagen gar nicht denken. Finanziell ist das nicht ein Schaden für uns. Das Problem ist einfach, dass wir jetzt alle Arbeit und auch alle Profit, die wir in den nächsten 20 Jahren wollen machen, in den nächsten rund 1 oder 1,5 Jahren müssen machen, bevor das Holz, das am Boden ist, kaputt ist. Doch im Moment steht ihm der Sinn nicht nach Sorgen. Sie hat mich ganz überrascht vor etwa 2 Wochen. Sie wollte jetzt auch fahren. Und dann haben wir da zusammen angefangen. Und ich habe gezeigt, um was es geht. Und die macht das so gut und so verantwortungsbewusst. Und der Göppel hat sehr wohl Lenkung. Die mal das ziehen. Erfüllt mich als Vater natürlich schon so ein bisschen mit Stolz, dass ich der Natascha in den ersten 5,5 Jahren von ihrem Leben schon so viel Verantwortungsbewusstsein konnte beibringen. Ja, also noch nicht mehr, Natascha. Wahrscheinlich ist es die Sehnsucht, die den Menschen immer wieder einen Neuanfang wagen lässt. Die Sehnsucht nach einem Leben in Freiheit und ohne Zwang. Anja und Claude wagten diesen Schritt und werden weiterhin fleißig an ihrem Agriturismo bauen. Ali, Jenny und Sven blicken in Lima voller Freude in die Zukunft, die ihnen ein weiteres Bübchen bringen wird. Anni und Orlando fanden auf der Götterinsel Bali für ihre Liebe ein neues Zuhause. Und die kleine Alexandra hat in Kanada das Glück der Familie Schönbächler perfekt gemacht. Auf uns davon mit Western Union. Und Ihr Bargeld folgt Ihnen überall hin. Western Union. Rund um die Welt. Schnell. Yes. Auf und davon. Die DVD der zweiten Staffel inklusive Rückblick auf die erste Staffel sowie die CD mit dem Titelsong der Serie sind beim SF-Shop erhältlich. Bestellen Sie unter der eingeblendeten Telefonnummer oder gleich jetzt im Internet. shop.sf.tv. Wer sein Geld zur Migros-Bank bringt, hat mehr davon. Dank attraktiven Zinsen. Migros-Bank. Es geht auch anders. Rico-Gäckel. Rico-Gäckel. Oh, Rico-Gäckel. Raclette ist gut, du gibst eine gute Laune. Ihr Ziel? Der neueste falsche Wimpernlook. Jetzt aus der Tube. Neu, falsche Wimpern Black Drama Mascara von Maybelline New York. Extra matt, extrem schwarz. Die patentierte Löffelbürste und die schwarze Faserformel umhüllen jede Wimper. Von Winkel zu Winkel. Keine Lücken. Falsche Wimpern Black Drama. So femme fatale. Für große Sprünge musst du in guter Form sein. Für hohe Beanspruchungen muss dein Kreislauf gut trainiert sein. Pharmaton Cardioaktiv hält die Blutgefäße gesund dank Vitamin C und Omega-3-Fettsäuren.
Zusätzliche Vitamine und Mineralstoffe verleihen Energie und Vitalität Tag für Tag. Pharmaton Cardioaktiv, exklusiv in Apotheken und Drogerien. Ja, die strammsten Schenkel haben halt schon die Schweizer. Habt eine schöne Skisaison. Mit Schweizer Fleisch. Alles andere ist Beilage. Nie. Doch. Nein, nie. Doch. 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 Wetten doch! Jetzt mit der größten Wetten doch Mediamarktprämie, die es je gab. 50 Franken für alle. Beim Kauf eines Produktes ab 250 Franken erhalten Sie die 50 Franken Wetten doch Geschenkkarte. 50 Franken für alle. Nur bis 12. Februar. Mediamarkt, ich bin doch nicht blöd. Ausverkauf! Mit der größten Auswahl an Skimode, Skischuhen und Skihelmen. Stöckli Outdoor Sports. Wir verkaufen nur, wovon wir überzeugt sind. Gegen rauf? Ah nein, gegen links, oder? Nein, gegen runter, Hans, gegen runter. Ja, hab ich ja gerade gesagt, gegen runter. Von mir aus. Und jetzt, wo schaust du jetzt gerade an? Ganz klar nach oben. Hans, ganz ehrlich, vielleicht solltest du auch ein bisschen mehr feine und gesunde Schweizer Rüebli essen. Wieso? Jetzt schaust du doch gegen rauf. Auch schon. Feine Schweizer Rüebli, natürlich aus der Schweiz. Erfolg ist das machen, was man will. Erfolg ist, von den Angestellten ein Lob überzukommen.